Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf Sofa Gaming. Ich bin Givi, ihr kennt mich und falls ihr mich nicht kennt, dann grüße ich euch ganz herzlich zu diesem Video an Weihnachten. Richtig, an Weihnachten, ihr seht's, ich habe eine Mütze auf. Es ist auch immer so, dass ich an Weihnachten hier total bling-bling-mäßig herumlaufe wie so ein Christbäumchen. Das ist schon fast Tradition, das kennt man aber auch von mir. Und die Bescherung ist vorbei, der Wahnsinn, dieser Weihnachtsfamilienwahnsinn ist überstanden und ich habe auch ganz schön gut abgeräumt. Warte mal. Eine Sache muss ich euch mal eben zeigen, bevor ich zum eigentlichen Thema zurückkehre, und zwar das hier. Boss Monster, The Dungeon Building Card Game. Habe ich von meiner Schwester und ihrem Partner bekommen und ich finde das so cool. Ihr müsst mal die Verpackung gucken. Sieht aus wie so ein Gameboy-Game, finde ich. Moment, ich halte es mal ein bisschen mehr rein. Das ist ein Kartenspiel. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das Kartenspiel basiert so gesehen auf der Strategie wie ein Videospiel. Deswegen sehen diese Boxen auch so aus. Ich freue mich mega, das spielen zu können. Ich weiß ja nicht, ob ihr so ein Kartentyp seid. Ich war es bis dato auch nicht, aber der Partner von meiner Schwester, der steht total auf diese Kartenspiele. Und der war auf einer Messe in Essen. Und da hat er mir nicht nur dieses Kartenspiel mitgebracht, oder die beiden eher, sondern die haben mir auch... Ich glaube, man sieht es leider nicht. Doch, der hat mir sogar die Karte von dem Entwickler dieses Kartenspiels unterschreiben lassen. Und ich finde das richtig cool und das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, weil das ja zum Thema Videospiele so ein bisschen dazugehört. Dieses Spiel ist mittlerweile nur auf Englisch zu bekommen. Ist, glaube ich, auf dem deutschen Markt noch so nicht vorhanden, wird aber auf jeden Fall kommen. Und das ist ziemlich cool, auch von dem taktischen her ergibt das alles Sinn, dass man sich einen Boss legt und dann gegenseitig battelt mit Heroes, die dann in deine Dungeon reinkommen wollen und die Dungeon baust du dann in diesem Kartenspiel aus. Auf jeden Fall eine richtig geile Idee und ich glaube ansonsten, ich kann euch mal so eine Karte zeigen. Moment. Nehmen wir doch mal hier. Was habe ich denn hier für eine? Ein Room Deck. So schauen die aus. Die sind auch alle schon laminiert. Hat meine Schwester sich extra Mühe gegeben und die haben halt alle unterschiedliche Abilities. Und man kann dann so gesehen seine Dungeon darauf ausbauen und die Heroes, die haben dann auch bestimmte Werte und Pipapo und bestimmte Fähigkeiten, womit man in seinen Rooms dann ein bisschen die abwehren kann. Und man kriegt dann entweder Blutung oder man kriegt, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, man muss halt Punkte sammeln. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Wollte ich euch unbedingt mal zeigen, weil das so ein bisschen zum Thema Gaming dazugehört. Und ich habe überlegt, ob wir dieses Spiel nicht einfach mal in ein Let's Play verpacken, wenn ihr darauf Bock habt. Da ich ja momentan nur mit Videokamera arbeiten kann, würde sich das zumindest anbieten. Geht mit bis zu 4 Spielern. Das heißt, wir könnten uns eigentlich alle mal an den Tisch hocken und könnten dann eben dieses Kartenspiel hier spielen. Das ist noch eher so eine Bossmonster Special Tools of Hero Kit. Das, Herokind meine ich, nicht Hero Kit. Damit kann man das Spiel halt eben noch ein bisschen erweitern und spannender machen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann überlege ich einfach mal, ob wir das nicht einfach mal für euch ein bisschen filmen, so aus 2, 3 Perspektiven, dass wir da einmal Perspektiven-Switch drin haben, dass ihr so einen Blick auf den Tisch, auf uns etc. habt. Habe ich mir auf jeden Fall überlegt als nächstes Projekt. Klingt recht cool, finde ich. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann sagt es ruhig. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Es ist heute Weihnachten. Ich hatte unbedingt vor, heute noch ein Video zu machen, weil es geht um meine aktuelle Situation mit den Let's Plays. Wer es mitbekommen hat, von mir kommen aktuell keinerlei Let's Plays. Ich habe noch ein bisschen Watch Dogs für euch nachträglich vom alten Kanal hochgeladen. Das ist aber jetzt auch schon Larifari uralt. Die Leute, die auf unserem alten Kanal zu diesem neuen hier dazu gekommen sind, ihr wisst ja, letztes Infovideo gucken, wenn nicht. Wir mussten ja mit dem Kanal einmal umziehen auf einen neuen Kanal, weswegen dieser hier auch erst seit letzten Monat besteht. Und ja, ich kann aktuell keine Let's Plays aufnehmen, weil ich keinerlei Möglichkeiten habe, eins aufzunehmen, weil ich keinen Laptop habe, weil Equipment kaputt ist, weil mein Rechner uralt ist. Das war eigentlich mein Ersatzrechner, aber außer Skypen geht damit nichts mehr. Und ich habe in der letzten Alitastisch-Folge zu euch noch gesagt, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, wenn der Laptop Schrott geht. Und, liebe Freunde, als hätte
Mutter Givi das geahnt. Ja, ich kann aktuell nichts machen. Und wer Facebook gelesen hat, der weiß auch schon Bescheid und weiß auch meine aktuelle Situation ein bisschen zu verstehen. Für alle anderen, die Facebook immer nicht lesen, den möchte ich jetzt nochmal erklären, weil unter anderem hat mich Marv, glaube ich, angeschrieben. Der hatte um eine Autogrammkarte von mir, Krabs und den Rest von Sofa Gaming gefragt und hatte auch schon gefragt heute auf Facebook, ob ich sein Thema in die Alitastisch-Folge schon reingenommen habe. Der hat nämlich eine Frage gestellt, die ich so ein bisschen thematisieren wollte mit euch in einer der Alitastisch-Folgen. Und dazu kam es eben nicht, weil... ich kann halt nicht. Es geht nicht, es tut mir leid. Und ich vermisse es so sehr, Leute. Ich hätte niemals gedacht, bei all der Arbeit, die man damit hat, bei all dem Schweiß, die Zeit und das Bearbeiten, das Rendern, das Hochladen. Ich habe euch ja schon in der letzten Alitastisch-Folge, die rauskam, erklärt, wie viel Zeit das bei mir immer in Anspruch nimmt. Ich hab's wirklich, diese Arbeit war wirklich zum Kotzen. Aber jedes Mal, wenn ihr Kommentare geschrieben habt, dann hat mich das einfach so gepusht. Und jetzt, wo ich aktuell nichts machen kann, da fehlt es mir total. Also mir fehlt es richtig und... Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie schlimm das gerade für mich ist. Ich würde so gerne so viel machen. Ich habe so viel mit euch geplant. Ich hatte ja im Dezember angekündigt, Lara Croft Temple of the Osiris kam. Wer die Gamescom-Videos gesehen hat, der hat ja gemerkt, wie viel Spaß wir mit diesem Spiel hatten. Wir wollten das unbedingt für euch let's playen. Ich habe das Dennis und Björn auch zu Weihnachten geschenkt, das Temple of the Osiris. Und es ging nicht. Dann ist Wism abgedreht worden. Wism, das Minecraft-Projekt mit Dalu, Troubletown und Co., das ist beendet worden. In der finalen Folge konnte ich auch nicht mehr dran teilnehmen, weil ich habe nichts. Also ich kann tatsächlich gerade für euch eher so Vlog-mäßig so ein bisschen was machen, aber das war es dann auch schon. Und das frustet mich total. Jedenfalls ist es jetzt so, dass ihr gespendet habt. Und das ohne Aufruf und ohne Bitten und Betteln. Also nirgendwo, dass ich gesagt habe, bitte spendet, hier ist der Link. Nein, ihr habt wirklich meine Lage über Facebook mitbekommen und habt gespendet. Und ihr habt sage und schreibe 300 Euro bis dato gespendet. So Pi mal Daumen. Und das hat mich total bewegt, weil ich habe damit ernsthaft nicht gerechnet, dass ihr so mitfühlt und meine missliche Lage versteht und mir dabei helfen wollt, weil ihr unbedingt eure Videos, eure und meine Videos sehen wollt. Ihr seht schon, ich bin total durch den Wind. Und ein Kommentar, ist mir einfach sehr nahe gegangen und das warst du, Teddy. Der Teddy of Darkness. Teddy Darkness of Hell? Ich weiß gar nicht, war das so der Nick? Der Andi auf jeden Fall. Der Andi hat unter meiner letzten Alitastisch-Folge was geschrieben, was mich wirklich echt ein bisschen mitgenommen hat. Eben, dass er unter Depressionen leidet und dass ich ihm helfe, ein bisschen den Tag leichter angehen zu können, weil ich ihn einfach für einen kurzen Moment schaffe abzulenken. Und das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Und mir war bis dato gar nicht klar, dass das tatsächlich Leute, die mich gucken, dass denen auch in gewisser Weise etwas an mir liegt. Und das hat mich einfach wirklich sehr bewegt. Jedenfalls ist es so, dass ich aktuell leider nichts für euch aufnehmen kann. Ich würde gerne, ich habe wirklich Bock, aber es geht nicht. Oh Gott, es tut mir leid. Ich glaube, ich mache gleich einen Cut. Oder ich reiß mich wieder zusammen. Ich glaube, ich reiß mich besser zusammen. Jedenfalls, ihr seht, mir geht's sehr nah. Ich habe nämlich wirklich sehr viel Spaß am Let's Play. Ich habe Spaß mit euch. Ich habe Spaß an den Aktivitäten, die wir machen. Also, ich habe Spaß in allerlei Dinge. Selbst das Rendern und Bearbeiten macht mir anscheinend Spaß. So wie ich es jetzt festgestellt habe. Und ich kann euch auf den Laufenden halten, dass ich mittlerweile mit meinen Investitionen, die ich dazu packe, bei 850 Euro bin. Das bedeutet, mein Ziel, was ich erreichen will, sind 1200 Euro, damit ich mir einen richtig guten Rechner, also wirklich so was Gutes hatte ich vorher nie, dass ich mir so diesen Rechner holen kann. Der liegt bei 1200, 850 habe ich bis jetzt mit dem, was ich dazu lege. Und das heißt, es ist so ein bisschen Land in Sicht auf der düsteren Ebbe der Nicht-Let's Plays von Givi. Das ergab gerade überhaupt gar keinen Sinn. Jedenfalls gebe ich mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe. Ich knie mich rein. Ich habe sogar meine Omi ein bisschen gebeten, dass sie mich vielleicht unterstützen kann, weswegen es überhaupt zu den 850 Euro kam. Jetzt fehlt mir nicht mehr allzu viel. Und der liebe Björn hat ja auch schon gesagt, dass er zu Weihnachten ein bisschen dazugeben wird. Und ich hoffe, dass ich bald wieder für euch Videos machen kann. Ich vermisse das so sehr. Ich vermisse das richtig. Das ist...
Ich wiederhole mich schon wieder, ne? Also jedenfalls, heute war Weihnachten, ihr seht, ich habe sogar eine coole Weihnachtsmütze auf und habe ja auch schon gesagt, ich sehe aus wie ein Christbäumchen gerade, bling bling und so. Normalerweise bin ich überhaupt nicht der Tussi-Typ, der da großartig auf Schmuck und Sonstiges steht. Eigentlich laufe ich viel in T-Shirts und Sweaters und ihr seht es in den Livestreams immer, ich habe immer einen Hoodie oder so an. Nee, nicht an Weihnachten, tatsächlich. Ich mache auch mal Ausnahmen. Jedenfalls wollte ich nicht, dass das... Jetzt sage ich voll oft jedenfalls. Na egal. Ich wollte gar nicht, dass das Video so lang wird. Wir haben es jetzt aktuell... Lass mich mal kurz gucken. Es ist jetzt 23.08 Uhr. Und ich werde auch, denke ich, gleich das Video, wenn ich es jetzt fertig aufgenommen habe, schneiden, rendern. Dann wird es wahrscheinlich so 1, 2 Uhr morgens sein, bis ich dann mal fertig bin. Sofern das Schneiden überhaupt richtig funktioniert. Denn das muss ich jetzt an meinem PC tun. Nicht schön. Der PC, den ich da habe, der besteht aus Ersatzteilen von, keine Ahnung, Anfang 2000. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Es ist schon ein bisschen aktueller. Meistens war es immer so, wenn Björn sich neue Teile geholt hat, dass ich seine alten bekommen habe. Eben weil seine alten Teile nicht mehr wirklich in der Lage waren, die neuesten Spiele etc. abzuspielen. Und ja, was soll ich anderes sagen, außer... Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt auch tolle Geschenke gekriegt. Ich hoffe, es gab richtig gutes Essen. Bei mir gab es wirklich gutes Essen. Es gab Babys zu knuddeln. Mein Cousin hat Zwillinge gekriegt. Super, super süß. 8 Monate alt sind die. Ein Mädchen und ein Junge. Ich bin total verliebt. Ich bin hin und weg. Ich habe die eigentlich nur geknuddelt und die wollten die ganze Zeit an meine Haare ran. Und babyweiche Haut. Ich will Babys. Ich will Babys. Nein, ich will natürlich keine Babys, jetzt noch nicht. Dafür brauche ich erstmal... dafür brauche ich noch was, um Babys machen zu können. Das war irgendwie ganz komisch gerade. Ich versuche gut drauf zu bleiben. Ich gebe mir Mühe, meine Situation schnellstmöglich zu beenden. Und jetzt sind, glaube ich, alle aufgeklärt, die die letzten Tage auch danach gefragt haben, wann dann wieder was kommt. Und zusätzlich habe ich dem lieben Stevenio ja heute auch zu Weihnachten alles Gute gewünscht. Und ich kann euch sagen, es wird ein Wiedersehen geben im Just Network mit mir. Das wird aber dieses Jahr, denke ich, nichts mehr, weil das ist mir einfach zu viel. Ich muss mich jetzt auf eine Sache konzentrieren. Aber im nächsten Jahr habe ich ihm gesagt, schaue ich mal wieder vorbei. Ich bin jederzeit herzlich willkommen. Es hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, diese Nachrichten treffen euch nicht allzu sehr. Und ihr könnt noch ein bisschen abwarten, bis ich das Geld rangeschafft habe. Und ich werde mich nicht dafür prostituieren. Nein, werde ich nicht. Alles klar, dann schöne Weihnachten wünsche ich euch und wir sehen uns dann zum nächsten Vlog wahrscheinlich erstmal. Bis denn!